mit der verlorenen Stadt. Hat keiner gemerkt. Finde ich gut. Was ist das? Rauchgranaten. Ich habe nie viel von Rauchgranaten gehalten, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau deswegen finde ich Rauchgranaten scheiße. Ich glaube, ich bin oh, fuck. Ja. Oh, fuck. Mein Gott. So, Ruhe im Karton. Rauchgranaten sind... Nee, brauche ich nicht. Weiß ich nicht. Ich finde Rauchgranaten immer total überflüssig. Dann lieber abballern und gut, weil dann hätte ich mir bestimmt ja, besser abgeschnitten, wenn ich diese blöde Rauchgranate nicht da genommen hätte. Gibt viele Sachen auf jeden Fall hier. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie ein Überlebensversteck. Ja, was sagt meine Karte eigentlich? Noch nix. Ja gut, ich habe doch keine... aufdeckenden Geheimnis oder so gefunden. Auf jeden Fall ist es mal ganz hübsch hier auf jeden Fall. Und ein Dokument. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Das kann passieren, aber ich glaub's nicht. Eine Wackeldose. Ja. Schöne Dose. Ja, da war ein bisschen... Auch Benzinkanister, jo, im Ganzen. Geil. Krieg ich die Wand da auf? Jetzt wackeln die mal mehr Dosen rum. Geil. Hier im Wasser vielleicht ein Versteck? Nee. Macht mich gerade dezent wahnsinnig, diese Wackeldose da. Okay. Gehen wir mal weiter. Ist da ein Typ, der da schweißt oder? Ne, ich glaube nicht. Oh, da hinten ist eine Kiste. Machen wir die mal auf, ne? Fertigungswerkzeug. Ui. Was? Werkzeuge schalten neue Waffen-Upgrade-Ränge für alte Waffen frei. Verbessert. Ja, das ist schön. So. Bin da gerade nicht sicher, was das soll, das Ding. Da kümmern wir uns gleich drum. Okay, schauen wir mal. Ob hier im Schnee irgendwo noch ein Münzversteck oder so liegt, oder ein Überlebensversteck. Oh, das habe ich fast gar nicht wirklich gesehen. Hm. Erstmal ist hier nicht viel. Da ist noch was zum Kurbeln, sehe ich gerade. Nehmen wir mal mit.
Kann ich da irgendwas mit machen? Nee. Kann ich einfach nur hochfahren, ne? Na gut. Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Ja, sie planen das schon ganz gut, aber trotzdem werden sie damit den Kürzeren ziehen, denke ich. So, da müssen wir wohl rüber, ja. Und was anderes bleibt mir hier auch gerade nicht, wie es aussieht, weil hier ist eine Sackgasse, ne? Ja gut, komm, dann gehen wir jetzt da ran und düsen nochmal hoch. Jetzt haben wir wieder mehrere Möglichkeiten hier, ne? Hm. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Da könnte ich runter. Puh, viele verschiedene Verbindungen hier. Ja, wir kommen da schon rein, denke ich. Aber ich muss erstmal mich hier ein bisschen umschauen. Da ist noch ein Auto. Aha. Da kann man irgendwie hochdüsen. Pilze. Ne. Also wahrscheinlich muss ich dann Tatsache doch nochmal nach rechts runter, wo dieser komische Wagen da ist. Aber da habe ich so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich versuche es aber trotzdem. Von hier aus soll ich das machen, ne? Der fällt auch runter, wenn ich jetzt hier lang gehe. Natürlich fällt er hier runter. Beeil dich, Mädel. Also ich muss wahrscheinlich das hier... Ach, oben. Ich muss sie ja zum Einsturz bringen, wie es aussieht, und dann geht die Tür auf. Aber nicht so, okay. Was ist das? Ah! Moment. Kann ich den Bogen an diesem Wagen festmachen? Nee, kann ich nicht. Sonst hätte ich das nämlich runtergeschoben und dann wäre gut. Den kann ich da runterschieben, ja. Ah, Moment. Ich mache das wie folgt. Ja. Und dann drehe ich jetzt hier dran oder was? Achso, ich muss. Ich wollte wieder Quadrat drücken. Ja, ist klar. Ja. Okay, hab's verstanden. Tschüss. Und jetzt. Okay. Zack. Wer hat das überhaupt hier so gemacht? Eigentlich total bekloppt, diese ganze Konstruktion hier, ne? Wer hat sich da was von versprochen, frage ich mich. Wahrscheinlich muss ich das gleich einfach da von hier oben fallen lassen. Und dann düst das runter und dann macht's bumm. Und jetzt. Durchschneiden, ne? Zack, schneid durch. Nee, hoch. Hoch. Ich will damit ich da noch umgucken. Geh hoch. Gut. Okay. Da müssen wir einmal rum. Ist ja nicht so schlimm. Schön. Was haben wir hier noch Schönes? Ah. Kann ich den lesen? Kann ich den lesen, ja. Ich rede auch schon gut hier. Diese ganzen... Giftpfeile nutze ich ja auch nie, deswegen brauche ich wahrscheinlich auch nie irgendwie diese ganzen Kräuter. Aha. Sind wir hier wieder drin, ne? Oder waren wir hier noch gar nicht? Ich dachte, ich bin jetzt wieder zurück in dem Gebäude. Bin ich wahrscheinlich auch. Jo. Wenn ich da runterfall, ja. Bin ich wahrscheinlich gleich wieder da, wo ich vorhin angekommen bin. Ist hier noch was? Nee. Und da sind wir wieder. Zack. Mal. Eieieiei.
Hat er gut gemacht. Ja. Ich sehe sehr viel, aber gut. So. Das lief doch gut. Also bisher sind die Kampfsequenzen nicht so schwer, aber das kann alles noch kommen, denke ich mal, weil ich weiß ja nicht, wie weit wir im Spiel sind, aber allzu weit denke ich mal noch nicht. Da wird doch schon noch einiges kommen. Ne, das guckt, die sind immer noch voll, komisch. Also jetzt habe ich nachgeladen, vielleicht hätte ich jetzt mitnehmen? Ne, das scheint eine andere Munition zu sein. Und, oh, da hinten leuchtet ja was. Sowas. Überlebensversteck. Naja, gut, ist ja egal. Gut, wir haben es geschafft. Das ist, oh, den kann ich noch ausmisten, wollte ich gerade sagen. Da muss ich wohl lang. Okay. Und der Weg ist jetzt ja weg, ne? Ja. Okay. Monolith entdeckt, wo? Ach, jetzt ich gesehen. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Münzverstecke entdeckt. Sehr schön. Vielleicht finde ich ja noch eins hier. Ja, da ist noch eins. Geil. Da ist noch eins. Das hole ich mir mal eben. Das kam genau im rechten Moment. Oder war ich, hier war ich doch noch nicht, ne? Dann ist das hier doch ein neuer Bereich. Irgendwo hier ist ein Münzversteck. Da. Sehr schön. Hat doch gut geklappt. Das war kein Münzversteck, oder? Doch. Aber irgendwie, ja, es sind nicht nur noch Münzen, irgendwie ein bisschen mehr. Da war ich hier in diesem Bereich noch gar nicht, ne, nicht so wirklich. Da ist das Münzversteck. Oh, ey, fies. Ich dachte, ich hätte es gerade gehabt. Ja, das war das Münzversteck. Obwohl, dann war das, ne. Es gibt wohl einen Unterschied zwischen Münzversteck und einfach nur ein paar Münzen, die rumliegen. Ich glaube, das ist noch unterschiedlich. Ja, okay, aber wir haben den Monolith, das ist schon mal ganz gut. Damit haben wir jetzt Münzverstecke angezeigt. Da ist vielleicht auch ein Bild, was ich lesen könnte. Jetzt, da ich weiß, dass es hier ein neuer Bereich ist. Nee, aber die kann ich nicht lesen. Nee, okay. Ja gut, dann rutschen wir jetzt da gleich lang. Kann ich die mitnehmen? Auch nicht. Aber das Holz kann ich doch bestimmt mitnehmen. Ja. Gut. Okay. Dann rutschen wir jetzt hier lang. Wird bestimmt toll. Ich hab springen und Quadrat gedrückt. Eigentlich. Gut, machen wir das nochmal. Leichenbomben? Stand da gerade? Wieder nicht. Okay. Was sind denn Leichenbomben? Schulterwechsel. Ja gut, das habe ich auch irgendwie nie gemacht. Weiß ich auch nicht. Oder muss ich mich da oben festhalten? Nee. Oder? Ich denke schon, dass ich da rüber muss. Oder kann ich da mit dem Bogen was machen? Nee, kann ich nicht. Geht doch! Guck mal, warum denn nicht gleich so? So habe ich das doch bei den ersten beiden Malen auch vorgehabt. Und da wolltest du das nicht, Mädel. So, hoch. Schön. Das lautlose Töten mag ich auch ganz gerne mit dem Bogen, ne? Aber das Problem ist immer, wenn da mit mehreren in einem Raum sind, dann merken die es natürlich immer sofort, werde ich einen von denen umbringen. Komischerweise. Oh! Schöne Kiste. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Oh, sieht gut aus. Excalibur. Ist da irgendwas? Irgendwo muss ja was sein. Hm, die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Ja, da hat er aber gegen einen Metallmenschen oder so gekämpft. Ich weiß nicht. Sieht nicht danach aus, als wäre das irgendwie in einem Körper abgebrochen. Okay. Und heppa. Da ist ein Münzversteck. Oder irgendwie sowas. Zack.
Halt! Ich hab's doch gesehen. Im letzten Augenblick habe ich es gesehen. Da kann ich auch. Oh Gott, wo ist denn der Hauptweg? Da ist der Hauptweg. Rechts von mir. Nee, rechts von mir ist ein Lager. Heißt das, das ist ein Shortcut? Gucken. Öffnen, bitte. Ja, hier war ich anscheinend schon mal. Das ist kein Shortcut. Okay. War einfach nur kleiner Tunnel. Okay. Ah! Da! Und ein Dokument! An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich werde bald tot sein und damit auch alles wissen über diesen Ort. Eine Flucht war nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Wie ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen sein. Er nimmt das aber sehr gelassen hin, ne? Dafür, dass er weiß, was das Schicksal ihm bietet. Okay, gut. Das war eigentlich ein ganz netter Gang. Aber es geht dann wohl tatsächlich hier weiter. Hoppa. Ich warte doch immer wieder auf so eine Falle von oben. Und wieder ein Rucksack, geil. Oder ist es hier gar nicht der Hauptweg? Das ist gar nicht der Hauptweg hier. Okay, das ist nicht der Hauptweg. Ist das hier denn doch der Hauptweg? Aber wo denn lang? Moment. Also da oben war nicht mehr, ne? Oder war ich noch mehr? Nee, da geht's nicht weiter. Ging's denn da noch weiter? Auch nicht. Hä? Kann ich da hochklettern? Tatsächlich kann ich hochklettern. Guck dir das mal an. Das habe ich ja... netter Gang. Ja, das habe ich nicht gesehen. Eieiei. Und die sind gleich in Alarmbereitschaft. Scheiße, ich habe nur eine Pistole. Das war wieder sehr clever. Eieiei, ich will keine Rauch. Au. Ach nee, ich auch. Der ist über mir, ne? Der ist über mir, der Typ. Ich will keine Rauchbombe haben. Tja, die krieg ich nicht da oben. An welchem Fenster stehst du denn? Ach, da bist du. So, tot bist du. Gut, die haben natürlich selbst jetzt ein bisschen geholfen dabei. Weil sie sich selbst auch ein bisschen hier in die Luft gesprengt haben. Ihn hier zum Beispiel mit dem Schutzschild. Die hätte ich so leicht, glaube ich, nicht kaputt gekriegt. Aber dadurch, dass er seine Bombe dahin geschmissen hat, war das natürlich praktisch. Okay, jetzt kann ich mich erstmal hier ein bisschen genauer umgucken. So, was ist da? Was versteckt hier vielleicht? Sieht so aus, als könnte hier irgendwo ein Münzversteck sein, auf jeden Fall.
Da kam ich raus. Okay, gut. Verstanden. Dann gucken wir jetzt mal hier genauer hin. Hui. Da. Da ist ein Münzversteck. Das ist wieder die Frage. Jetzt gibt es hier wieder zwei Gänge. Entweder die Leiter hoch, wo der Typ steht. Oder hier rum. Ah, das ist er wieder. Wir gucken, was hier ist. Da ist schon wieder ein Lager. Ach, das würde ja eigentlich bedeuten, dass es hier weitergeht, ne?